Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und ihr seht es gerade wirklich dramatisch in den Vordergrund rücken. Wir haben T2 The Arcade Game auf dem. Oh, jetzt bin ich das Mikrofon gekommen. Auf den Game Boy. Ja, der Konkedong.de hat sich das gewünscht und meinte: Du hast schon, denkst du, du hast ein schlechtes Terminator-Spiel gespielt? Spiel mal hier rein. Und ich habe mal kurz geguckt, es ist wirklich nicht gerade positiv in der Aufnahme, sagen wir es mal so. Aber ich würde sagen, schauen wir einfach mal rein. Soweit ich weiß, ist die Kate-Maschine halt so ein Lightgun-Shooter. Mal schauen, wie sie es auf den Gameboy gebracht haben. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Hoffnung, ehrlich gesagt. Okay. Okay. Es ist ein Lightgun-Shooter ohne Lightgun. Ach, das war zum Einsammeln. Ich muss sagen, Grundeindruck. Was machen wir hier? Okay, aufschießen. Aha, ey, es ist verdammt schwer zu erkennen, ob hier irgendwie was einsammelbar ist oder nicht, muss ich sagen. Ist das da hier ein Gegner? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und der Sound ist auch nicht gerade der beste, ne, Freunde? Zack, 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 zack. Boah, ne, ist tierisch spannendes Gameplay. Jetzt habe ich hier. Hä? Was macht das jetzt hier für Geräusche? Man weiß es nicht. Hä? Okay. Ich bin verwirrt und vor den. Ah, okay, die Hubschrauber kann ich ja doch abschießen. Ja, ich meine. Sehr, sehr spannend und anspruchsvoll auf jeden Fall. Die schießen gar nicht, ne? Aber es ist wirklich von der Grafik her schwer zu erkennen, was jetzt treffbar ist, sage ich mal, und was nicht. Ist sehr seltsam, muss ich sagen. Ha. Okay. Okay. Also B-Knopf schießt immer so ein Dings, aber dann bleibt irgendwie der Bildschirm stehen. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt sein soll, ehrlich gesagt. Ist irgendwie sehr seltsam. Also, ich weiß nicht. Soll das das Spiel sein? Und vor allem, muss ich jetzt diese Hubschrauber oder... Ich nenne es einfach mal Hubschrauber. Kaputt schießen oder nicht? Ich meine... Und hier sammle ich jetzt Waffen ein. Okay, jetzt schieße ich irgendwie schneller. Aber die Waffen an sich, die fühlen sich irgendwie alle gleich an. Also hier mit kontrastreich ist es echt nicht. Man weiß echt nicht, was hier was sein soll. Also. Ich meine, als Arcade-Spiel, als Lightgun, macht das ja echt Sinn, ne? Weil man hat halt logischerweise hier die Knifte oder wie man es nennen will. Und es zieht den auch wirklich, ne? Aber hier. Ist das hier ein Endboss? Okay. Schießt das gerade auf mich oder. Ich bin mir gerade echt unsicher. Hä? Was? Wo hat mich das denn getroffen? Also, jetzt mal ganz ehrlich. Wo hat mich das getroffen? Okay, jetzt weiß ich zumindest, wo ich ungefähr drauf ziehen muss, wegen Waffen einsammeln. Ja, aber... Hä? Hat das auf mich geschossen? Also, die grafische Darstellung, die ist nun wirklich echt beschissen. Man kann nichts erkennen. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich spiele jetzt ja auf einem Emulator. Das ist ja schwarz-weiß. Stellt euch das jetzt mal... Na, das ist bestimmt eine Rakete. Stellt euch das mal hier auf so einen grünen Gameboy-Bildschirm vor. Also, da ist eine Rakete. Zack. Das ist doch Bullshit, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Also, das...
Und das Geile ist klar, das Arcade-Game, das mag super erfolgreich sein, super Lizenz und super Technik dahinter. Aber das auf den Gameboy zu setzen und dass er auch noch so auf den Cover, ihr seht es ja selber da oben, anzukündigen, das Arcade-Game, ganz toll und so sogar von diesem Cabinet, also von den Spielautomaten, da ein Bild irgendwie einzubauen. Und dann kommt hier sowas bei raus. Ich weiß nicht. Ganz echt. Zack, zack, zack. Ach, da habe ich ein Leben verloren, glaube ich, ne? Also diese Raketen oder was das sein soll von den Hubschraubern, die dürfen mich nicht erreichen. Okay. Sehe ich ja ein, dass ich die vorher irgendwie abschießen muss, ne? Aber es flackert. Also, da ist, dass mir das T2 Judgment Day oder Terminator Judgment Day Spiel wesentlich lieber. Es hat ja diesen etwas verwirrenden ersten Level, wo man jetzt nicht weiß, in welcher Reihenfolge man diese Sendemasten irgendwie wegkloppen muss. Aber guckt euch das doch mal an. Also ich weiß nicht. Gut, im Handbuch könnte man vielleicht dann lesen, wozu diese einsammelbaren Waffen alle gut sind, ne? Klar. Aber Halleluja. Halleluja. Also noch nicht mal Musik, ne? Es ist wirklich nur brr, 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 bling, brr, 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 bling. Ich meine, die Steuerung an sich, die ist in Ordnung. Okay, sind wir wieder beim Boss? Ich habe wieder keine Ahnung, was ich machen soll. Zack, zack, zack. Ich jag da mal hier diese Raketen drauf. Aber ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, wie man den jetzt irgendwie. Okay. Kann anscheinend gezielt die Waffenarme irgendwie abschießen. Da ist eine Rakete, da ist eine Rakete, da. Wie viele Raketen kommen denn da raus? Da muss ich ja. Aber was ist denn hier gezielt abschießbar und was nicht? Also da kommen jetzt die Raketen raus. Also schieße ich jetzt mal darauf. Also bei einem normalen Spiel, da sieht man ja wenigstens irgendwie bei Bossen, wo die verwundbar sind, ne, Freunde. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache. Ich drücke die B-Taste. Oh. Ist doch voll geil. Ich habe keine Munition. Ach doch, doch, die normale. Ja. Freunde. Spannender Bosskampf, ne? Da kommen jetzt die Raketen raus. Ich halte jetzt hier einfach die Taste. Bin natürlich immer langsamer. Aber der Boss verliert Energie. Ich schieße die Raketen automatisch ab und gleich müsste er tot sein. Spannend. Spannung pur, Freunde. Ich bin begeistert. Und es wird immer langsamer, der Schuss. Tok, tok, tok. Überhitzt denn das irgendwie das Gewehr, oder? Tok, 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 tok. Ja, bist jetzt auch mal irgendwann kaputt hier. Ja, hat doch nur Lebensenergie. Hä? Verstehe ich nicht. Müsste doch tot sein oder kaputt sein. Hä? Wieso heilt er sich jetzt? Hallo? Ah, ich habe gerade auf Pause gedrückt. Meine Verzweiflung, vielleicht eine andere Waffe auszusuchen oder ähnliches. Voll geil. Hammerspiel, Hammerboss. Echt ein guter Wunsch. Ein sehr gutes Spiel für diese Spieleserie auf jeden Fall.
Also, so einen schlechten Bosskampf habe ich echt schon lange nicht mehr gespielt. Ich will nicht sagen, dass ich noch nie so einen schlechten Bosskampf gespielt habe, aber echt lange nicht mehr. Nee, also, tut mir leid. Ich versuch's noch einmal, den jetzt herunterzubringen. Vor allem, wenn man mal weiß, dass diese Raketen da rauskommen, ist dann noch nicht mehr eine Herausforderung. Aber ich verstehe nicht, wenn ich. Okay. Jetzt habe ich in die Kamera geguckt und nicht gelabert. Aber hier, der ist doch tot. Wisst ihr was? Finger weg von diesem Spiel. Ohne Witz. Es ist wirklich nicht gut. Ja, die Maschinen haben gewonnen. Bei so einem Spiel ist es mir auch scheißegal, wenn die Maschinen gewonnen haben. Danke aber auf jeden Fall für den Wunsch. Und wenn ihr auch Wünsche habt, egal ob 8 oder 16 Bit, ab in die Kommentare. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut.